Weiß ich nicht, wie es geht. Ja. Gegen 10.30 Uhr ist die Bankfiliale hinter mir, die Deutsche Bank, in den Gropiuspassagen überfallen worden. Zwei Täter haben einen Geldboten überfallen. Es ist Reizgas eingesetzt worden. Der Geldbote hat dann einen Schuss abgegeben, einen der Täter verletzt. Der wird jetzt im Krankenhaus behandelt, ist von uns festgenommen worden. Der andere Tatverdächtige ist in unbekannte Richtung geflüchtet. Wir haben jetzt hier vor Ort alles abgesperrt, auch die Straßen vor der Bank. Jetzt läuft die Tatortarbeit, Zeugen werden befragt und in Kürze wird ein Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Berlin freigeschaltet. Dort können unter anderem Videos hochgeladen werden und Zeugenhinweise abgegeben werden. Das ist noch nicht bekannt, wird noch ermittelt. Also ob die was geklaut haben und wenn ja, wie viel, wissen wir nicht.